Recording, ja, Fatih. Ich habe recorded. Okay. So. What's this? Das ist das. So. Ich habe recorded. Und ich bin ja heute ein bisschen durch den Wind. Sag ich euch auch gleich warum. Da gehen wir hin. So, den werden wir uns gleich mal angucken. Der Junge eröffnet heute. Wir sind bei 83 und er hat gestern closed bei 79. Der Junge öffnet heute mit 100 Punkten Gap. Und das Spiel sollten wir uns gleich in wenigen Minuten angucken, nachdem wir nämlich was gemacht haben. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlich der Information der Teilnehmer sind, keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegen mit Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus besteht, Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Im speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste im Börsengeschäft, die Teilnehmer auf Aussagen oder Beispiele, die Seminars, Webinars berufe, weder vom Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partner und Führungsgehilfen übernommen. Übrigens gelten die Lizenzbestimmungen AGBs von Forex Pro Systeme gesehen, gelesen und geweiht. Und auch dieses haben wir aufgenommen, gell? Und jetzt kommt auch gleich der Start, weil jetzt haben wir nur noch anderthalb Minuten. Nachher quatscht noch irgendjemand, glaube ich. Und in vier kommt der Dienstleistungsindex. Also ein bisschen was haben wir noch auf der Uhr an News heute. Okay. Oder ist der schon durch? Genau, Geschäftsklimaindex und Rosengreen labert. Okay. Lass ihn labern. Michi, geht doch. Wo hast du die gemacht? Ich zeige euch gleich mal ein Bild von heute früh. Michi, sag mir aber bitte, Michi, nicht Michael, Mike, der ist jetzt nicht hier, sondern Michi aus Luzern, wo hast du die gemacht? Thorsten, dein Euro-Short-Signal lasse ich jetzt mal außer Acht. Wir bewegen uns hier in der Range zwischen doch ganz schön heftig. Okay. Wir haben es aber kurz vor halb vier und wir haben es halb vier und da halten wir es schön. Okay. Ich zeige euch mal mein Bild. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt jeden Tag dran denke, aber ich werde mal versuchen, das in Zukunft auch so hinzukriegen. Das war heute Morgen der Short Trade. Mal gucken, ob ihr den überhaupt sehen könnt. So sieht man es vielleicht besser. Das war heute Morgen der Anfang der Short Trade. Der ging in die Hose. Wie gesagt, hier wurde ich mit genau 5,7 Punkten ausgestoppt. Dann habe ich Dussel die Position gedreht.
und habe nochmal 6 Punkte draufgelegt, dann waren es 11. Dann haben wir hier wieder geschortet. Hier bin ich rausgeflogen mit 2,8, sodass noch 8 Punkte Verlust übrig blieben. Und dann haben wir diese Position geschortet und haben den Stop sauber hinterhergezogen und haben ihn hier unten in TP laufen lassen. Sicher hätte ich ihn noch weiter laufen lassen können, noch viel weiter, der ist noch 30 Punkte weiter gefallen. Aber plane dein Trade und trade deinen Plan. Und das war heute Morgen das Ziel 1,25,8. 1,25,10, 1,25,8. Deswegen habe ich den TP auch konstant hier durchweg liegen lassen. Von Start an. Da sind wir gestartet. Einmal kurz nach, um das Risiko ein bisschen verändert, um über dieses Hoch zu kommen. Und dann haben wir direkt nachgezogen. So. Und der Georg ist short im Dow. So. Und da sehen wir genau den Schlusskurs gestern bei 64. Also wir haben 120 Punkte Gap. Georg Ufbas, der macht jetzt ganz gerne. Short lohnt sich. Ich schätze mal, Judith wird wahrscheinlich auch schon dabei sein. Die liebt das nämlich abgöttisch. Frauen lieben das manchmal, sich fallen zu lassen. Der macht jetzt ganz gerne diese Bewegung, um dann aber nochmal hoch zu spiken, die Hochs da oben drüber abzuholen. Ich kann euch da jetzt keine feste Faustformel nennen, aber auf jeden Fall sollte man hier unten an der 13 irgendwo aufpassen. Das ist das Hoch von gestern. Das hier ist außerhalb von New York passiert. Dieser Move da hoch. Also selbst wenn der Schlusskurs nicht dieses Hoch bis 10, sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form versucht werden zu schließen. Was den DAX dann auch Richtung Süden nehmen sollte, der oben bei 9.330 ja auch eine markante Marke erreicht hat. Wo haben wir es? Da haben wir gesagt, für die Bullen ändert sich auch noch nichts. 9.350 ist hier maßgeblich, geht die kaputt, ist Platz bis 9,8. Das heißt, genau diese 9.350, die hat er knapp erreicht. Ich glaube, im High war irgendwie bei 9,330 irgendwie sowas. Dieses Szenario stand seit gestern fest, deswegen haben wir heute auch nicht groß was Neues dazu geschrieben. So, die erste Bewegung haben wir. Es ist jetzt nicht unüblich, dass er jetzt nochmal ganz kurz hochmarschiert, da oben nochmal ein paar Stops rausholt, die da oben jetzt nämlich genau von denen ganz knapp darüber platziert worden sind, die dort die jetzt genau das handeln, was wir auch tun. Wer hat mir denn noch Chartbilder geschickt, die wir uns angucken können vom Vormittag? Ja, lass den fallen. Stop oben drüber. Ja, Stefan, deine pull ich mir gleich raus hier. Guck mal, wie schön zügig der hier abmarschiert jetzt. Deine holen wir gleich. Hier haben wir noch einen von Mike, der sich das angucken möchte.
Er ist völlig neu bei uns. Schauen wir mal. Ja. Fachlich nicht ganz richtig, weil das hier ist die 5-Minuten-Korrektur. Der Einstieg wäre hier richtig gewesen. Zum gleichen Preis, aber der Einstieg wäre da richtig gewesen. Hier sind wir ganz normal noch in der Short-Bewegung. Hier haben wir die Korrektur in 5 Minuten. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Plattouts, tief gebrochen, Rücklauf, Bruch vom letzten Tief bestätigt. Darunter wäre der Einstieg gewesen, richtig gewesen. Muss ich ihm nochmal ein bisschen erklären. Ist ja nicht weiter schlimm. TP da unten, den 20er TP da hinzulegen, okay. Und da liegen zu lassen, ist auch okay. Den Rest muss man sich jetzt einfach angucken, ob und wie dass die Marke da unten 2473 richtig ist. Das schauen wir uns gleich nochmal an. So. Und dann haben wir den hier. Ach, der war vorher. Genau. So, Einstieg ungefähr um 8 Uhr und, naja, hier haben wir den Bruch. Schauen wir uns das Bild nochmal dazu an. Hier ist er erst rein und wir haben hier geschortet um 8.35 Uhr. Da. Kann kaum über meine Kaffeetasse gucken. Er ist ein bisschen spät rein, aber ja. TP 2502, wir hatten ihn auf 7 bis 8 gelegt. Wenn ich die Marke nicht erwische, dann sollte ich vielleicht den TP auch einfach wegziehen. Hier unten kommt der nächste dicke, fette Zielbereich bei 88, hätte man den TP auch hinlegen können. Ich habe es heute Morgen ganz bewusst nicht getan, weil ich etwas ausgelastet war. Okay, so. Georg, Judith, break even bitte. Und hier unten an der 07 oder so, www.ufbas.de, okay? Judith redet nicht mehr mit mir. Die ist bestimmt, hängt bestimmt jetzt fest in ihrer Position. Muss nur schnell eine Mail beantworten. Ah. Judith, jetzt wo es knallt, da bist du nicht dabei, ne? Du bist gesundheitlich angekratzt, das schreibt man mit Doppel-M.
Ich habe dir gerade eine Mail geschickt, die bitte an BH schicken, genau mit dem Text, und füge mich bitte in CC ein. Nicht in BCC, sondern in CC. Der DAX macht genau das Gleiche. Der DAX fällt wie ein Stein. Das war auch genauso abzusehen, dass wenn der Dow so ein Gap hat, dass der DAX das ebenfalls schließt. Den haben wir jetzt gar nicht so richtig auf dem Deckel hier, richtig? So, da haben wir den DAX dreifach Top, genau in der Spitze gesagt 9,330, 9,350 war das Ziel, oder 9,340, 9,350 war das Ziel, war der Bereich, der angelaufen werden sollte. Da oben dreifach Top gemacht, eben hier Punkt um 15,28 nochmal die Stops darüber irgendwie abgeholt und jetzt geht's Richtung Süden. Macht nämlich genau das Gleiche, was der Dow macht, Richtung Gap Close. Und der Dow, der hat noch ein paar Gaps offen, der Junge. Die sind nicht ganz ohne, die sind nicht zu verachten. Michi, mein lieber Freund in Luzern, dir erstmal Glückwunsch zu deinen Punkten. Und auch wenn das in den Fingern juckt, wenn du jetzt mit einem CFD oder sowas dabei bist, gut, sofort absichern. Gerade wenn man so eine Scheißphase weg hat, so eine Drawdown-Phase weg hat, dann soll man sich über so eine 50 Punkte, wenn man die hat, soll man sich einfach drüber freuen, soll dem lieben Gott einfach mal Danke sagen, weil das ist eigentlich ein Wochenergebnis, was man damit hinlegt. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sind alle Positionen sehr schnell Break-Even abzusichern. Ratzfatz. Keine großen Faxen mehr. Alles, was dann kommt, ist on the top, von mir aus ein DAX oder zwei oder drei, und die dann ratzfatz absichern und schon kann nicht mehr viel passieren. So eine Dinge hier sind schön, die kann man dann auch mal mitnehmen mit ein, zwei CFDs, und wenn man dann, so wie hier, von 85 kommt, sind schon 50 Punkte, kommt nochmal ein Fuffi oben drauf. Ist ja auch Geld. In Euro. Rechnen wir es mal um in Schweizer Franken. Und hier ist nur echt gerade freier Fall angesagt. Wenn, das denkt man nicht sogar bis 16 Uhr, bis hier runter geht, bis an die 62 oder so. New York im Future hat gestern geschlossen bei 17,383. Schauen wir mal. Georg, stopp hinterher. Den Euro brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht groß konzentrieren. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen unkonzentriert heute. Ich habe zu viele Sachen hier auf dem Deckel.
Jetzt müssen wir damit rechnen, dass er hier kurz stockt, der Junge. Darf er nicht vergessen, der DAX hat ja auch. Gucken, wenn er sich jetzt zurücklaufen lässt, wohin darf er? Er darf wieder zurücklaufen bis an die 62. Umstellen. Dauert einen Moment. Ups, schon ist alles viel kleiner, ne? So, das ist die gesamte Bewegung. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wer hier überhaupt unterwegs ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen spielen. Die nicht. Die könnten passen. Das schauen wir uns mal an. Ich lasse den da mal drauf liegen. Ja, ich habe heute ganz schön viele Baustellen offen hier. Tut mir leid. Das heißt 9,3, Manfred. Kann ich jetzt so richtig nichts mit anfangen? Okay, DAX-Rücklauf. Ihr macht mich heute fertig. Der DAX darf auch noch ein Stück. Und der Dow auf jeden Fall bis hier unten an die 95 oder bis 85. So, und jetzt gucken wir uns den Spaß wieder in 5 Minuten an. Okay, weil, okay, Georg ist raus mit 40 Punkten, geht doch. Jetzt haben wir nicht genau das gleiche Phänomen, was wir ja auch ganz gerne im Euro haben. Umkehrformation, Georg, feine Reaktion, Umkehrkerze aufs platt gemacht hier oben, also das Hoch rausgenommen.
Rücklauf möglich bis sogar bis an die 64. Die 30 Punkte muss man nicht wieder zurückgeben in den Markt, sondern sich dann, sobald diese Korrektur in 5 Minuten jetzt läuft, dann lieber einen neuen Einstieg suchen. So eine Abwärtswelle läuft in der Regel in 3 Wellen ab. Das heißt, in dem Fall wieder umschalten und dann das gleiche Regelwerk anwenden, was wir sonst im Euro Pro haben. Sagen, okay, lassen wir die 5 Minuten Korrektur laufen. Wenn das letzte Tief der Aufwärtsbewegung kaputt ist, auf geht's. Heute ist richtig was los hier, ne? Da geht was, ne? Ich habe einen ganz lecker Kaffee stehen mit meinem Weibchen gekocht. Und lecker Kekse. Arbeit muss auch Spaß machen, ne? Wer kommt denn von euch zur WOT? Wir werden den Freitag wahrscheinlich live handeln auf der WOT am Stand von Trading PC. Und den Rest der Zeit findet ihr uns mit Sicherheit am Stand von WH. Falls jemand Bock hat, da hinzukommen, Karten braucht oder sonst irgendwas, dann einfach Bescheid sagen und kümmern uns sogar um Eintrittskarten. Es sei denn, ihr habt sie schon. Wie muss man die Einstellung vornehmen, um das Gap zu sehen? Ja, der nächste fragt, wie kann man das machen? Wie stellt man das ein? Okay, dafür sind ja die Webinare da. Hier haben wir im Moment nichts zu krümeln in dem Chart. Haben wir halt mal eine Aufgabe. Ups. Da waren wieder meine 3 Probleme. 87, 10 Punkte. Okay. So, wir gehen genau dahin. Hahaha, ich mache mal alles wieder zu. So. Und zwar genau diese Reihenfolge werden wir uns annehmen, um das hinzukriegen. Wir gehen auf in die Arbeitsplatzleiste, auf Depot, auf WHS, auf handelbare Wertpapiere, auf CFD, auf Index, Americas, Wall Street, US Wall Street 30 Cash, rechte Maustaste, Stammdaten. Und dann kann man bei den Stammdaten hier oben einen Haken reinmachen, Handelszeitfilter aktivieren und da rein und dann Startzeit 15.30 Uhr, Endzeit 22 Uhr. Und dann geht man auf OK
Und dann sieht der Chart im Dow Jones so aus. Dann haben wir nämlich nur die Kurse, den Schlusskurs hier von 22 und den Öffnungskurs hier um 15.30 Uhr. Ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir haben das schon 3, 4, 5 Mal hier gemacht. Wer das nicht weiß, wie das geht, die Aufzeichnung wird heute Nacht hochgeladen bei uns in der Mediathek. Das heißt, ich muss das erst umformatieren oder konvertieren, konfirmieren, kremettieren, kreieren, irgendwie so, einfach umschreiben. Und dann wird das Ding auf YouTube geladen und dann könnt ihr euch die Aufzeichnung angucken und dann seht ihr auch, wie das gemacht wird. Okay, Jungs und Mädels. Gut, ne? Das gilt dann für alle Charts im gewählten Wertpapier, richtig. Das heißt, alle Charts, die ich jetzt aufmache im Dow Jones hier, US Wall Street 30 Cash, alles was ich aufmache, zeigt man überall dieses Gap. Bei wem handelst du auf der WOT live? Wahrscheinlich am Stand von Trading PC. Auf jeden Fall am Freitag. Mal gucken, von wann bis wann. Wenn ich wieder nüchtern bin. Wir werden wahrscheinlich morgens um 10 Uhr so irgendwie starten und werden dann sehen, dass wir bei Trading PC da ein paar Sachen laufen lassen. Wir haben ein paar Sachen teilautomatisiert oder automatisiert. Vielleicht lassen wir auch eine von den Sachen da laufen. Schauen wir mal. Aber man findet uns entweder am Stand von Trading PC oder am Stand von WH. Das sind die mit den vielen Monitoren, genau. Die teure PCs verkaufen. Oh, 16 Uhr. Klatsch. Jetzt sollte sich richtig was tun hier. Der DAX ein ganz kurzes Spike nach oben und macht direkt den Weg, tritt dann direkt wieder in Rückzug Richtung Süden an. Ja klar funktionieren die, warum nicht? Aber ich habe hier eine Computerbude bei uns in Göttingen und klatsch geht's Richtung Süden und der Dow zieht hinterher. Jetzt wird's mich nicht wundern, wenn wir bei dem Dow geht auch, Erhard. Schön, dass du mal bei uns bist. Wenn Dow und DAX heute eine recht große Zahl hinter der Performance hinlegen. Man kann es auch als Depot nehmen, richtig, und dann die Stammdaten öffnen. Das geht auch. Dann hat man es nicht so umständlich. So, den DAX gucke ich mir jetzt nochmal an. Jo. Ich habe gedacht, der bremst hier. So, dann bremst er wahrscheinlich erst hier. Und wenn er das auch nicht schafft, dann dürfte es nochmal böse Richtung Süden gehen. Und der dauert es ja auch nicht mehr so weit, bis das Gap zu ist. Okay, sind da Fragen dazu? Dann fragt jetzt oder schweigt für immer.
Okay. Dow-Position, wer sie laufen hat, würde ich jetzt hier oben drüber über der 40 absichern. 44, 45, wer von hier oben kommt, kann sie auf jeden Fall mit 30, 40 Punkten im Gewinn absichern. Take Profit würde ich erstmal hier unten hinlegen, weil ich damit rechnen muss, dass er einen Spike dahin macht. Würde aber, oder Alternative ist, da einen Alarm hinlegen und das Ding dann einfach fallen lassen. So, jetzt hätte ich beinahe noch was vergessen. Dann schimpft er wieder mit mir. Der Stefan, der hat mir nämlich Charts geschickt. Mit dem einen kann ich jetzt nichts anfangen. Bup, mit dem auch nicht so richtig. Das ist ein bisschen klein geworden, Stefan. Das sieht besser aus. Den gucken wir uns noch an. Ja, wollte ich. Mit dem hier kann ich jetzt nicht so richtig was anfangen. Ups. Jetzt sage ich, die Jungs haben wieder zwei Drittel vom Gap geschlossen und machen schon wieder Pause. So, und jetzt musste ich das Ding erstmal abspeichern. Und da haben wir jetzt deinen. Da hat der gute Mann heute sogar eine SKS entdeckt, die er sogar sauber nach Euro pro handeln konnte. Ist ein bisschen eng aneinander. Ich sehe auch nicht so richtig, was für ein Chart ist. Ob 1 Minuten oder 5 Minuten, scheint aber 1 Minuten zu sein. Ja gut, ist jetzt nicht ganz astrein, weil wir haben hier die Schulter. Die Schulter dürfte nicht tiefer sein als die linke. Also es ist keine saubere SKS, aber die SKS hat ja auch einen ganz bestimmten Hintergrund. Michi, mach's doch einfach, probier's einfach mal. Ist jetzt keine schöne SKS, kann man aber von der Definition her, wenn das hier die Schulter ist, dürfte hier kein Schlusskurs da drunter sein. Die würde ich mir dann eher in 5 Minuten mal anschauen, um dann zu sehen. So ein Spike hier ist normal, das Ding ist immer ausschlaggebend. Diese Spikes hier, die gehen meistens runter, um die Stops hier abzuholen, um dann Richtung Norden zu marschieren. Wenn wir das nächste Mal eine saubere SKS haben, dann werden wir die auch mal kommunizieren. Okay? Also ob das nur Sinn macht, die Stammdaten im DAX genauso zu ändern, weiß ich nicht. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich davon ausgehen, dass der DAX in Europa gehandelt wird. Und dann müsste man die Zeiten anzeigen lassen von 8 Uhr bis 17.30 Uhr, solange Frankfurt gehandelt wird. 15.30 bis 22 Uhr sind die New York-Zeiten, die wir da machen. So schnell rennen? Ja, ich esse ja schon meine Kekse. Nehme ich den mal raus.
versuche mal. Guck mal. Hat er genau bis an die 61,8 geschlossen, also. Das ist genau das Phänomen, was wir hier oft haben. Ich lasse das jetzt mal drinne und den Rest dazu gucken wir uns morgen an. Bitte dran denken, ich werde die Zeiten für morgen ändern. Heißt, wir werden morgen den Zinsentscheid handeln und die Pressekonferenz dazu. Das heißt, ihr werdet morgen früh oder morgen Vormittag eine Mail kriegen, wann wir starten, wahrscheinlich irgendwie 13:30 oder so. 13:30 bis 14:45, 15 Uhr sowas. Und dann werde ich gucken, wie mein Terminkalender aussieht, ob wir vielleicht ein bisschen länger machen können. Aber das sehen wir dann. Okay? Und wenn wir morgen länger machen, machen wir heute kürzer. Setups sind auch durch, Regelwerk ist durch. Und hier tut sich auch nichts Gravierendes, wo man jetzt sagt, okay, das muss man jetzt unbedingt handeln, gell? Stimmt, Peter, der DAX hat an der Eurex gehandelt und die davon 8 bis 22 Uhr. Schön, dass man hier nicht alleine ist. Okay. Peter, ich glaube, wir hatten noch soweit alles besprochen, richtig? Ich freue mich drauf, was wir da draus bauen können. Mal gucken, was das wird. Melde dich einfach, wenn du soweit bist. In diesem Sinne wünsche ich jetzt euch allen einen angenehmen Nachmittag, Restnachmittag. Wir sehen uns wieder morgen früh, wenn nichts dazwischen kommt. Und dir, meine liebe Judith, gute Besserung. Lass dich pflegen von dem Männchen. Wir sehen und hören uns morgen früh hoffentlich wieder kerngesund. In diesem Sinne, schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss und moin, moin. Tschüss, Sonja und Christina. Guck mal, die Weibchen sagen alle tschüss hier.